Hello, hello, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Ja, hier am Strand habe ich Krabbelmoos und Flamibeine besorgt von den Gegnern. Das hätten wir soweit erledigt. Das habe ich ja in der letzten Folge am Ende schon angekündigt, dass ich hier alles wegbashen werde. Und ich sehe, hier hat sich eine neue Mission aufgetan, aber wir werden die eine erstmal abgeben gehen. So, hier, du da. Genau du. Ich sehe, ihr habt alle benötigten Zutaten beisammen. Wunderbar. Nun kann ich meine Behandlung endlich fortsetzen. Vielen Dank. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ja. Das schöne, warme Gefühl in ihrer Brust. Du schaust so ins Leere. Solange die Mekkon uns weiter angreifen, wird sich nichts ändern. Es wird weitere Verletzte geben. Ein Grund mehr, alles zu tun, was ich kann, um zu helfen. Mission erfüllt. Alles klar. Dankeschön. Zwillingsschmuck. Wunderbar. Ach, du hast noch was. Ja, dann komm. Yes. Ihr kommt zur rechten Zeit. Wir haben die Basis der Mekkon ausgemacht, die uns angreifen. Und nun brauche ich dringend ein paar zuverlässige Krieger. Denn der Auftrag, den ich zu vergeben habe, ist nicht ungefährlich. Worum genau geht es? Sie nutzen die Daumenkluft als Ausgangspunkt für ihre Angriffe. Oh, ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Es hat sehr lange gedauert, diesen Ort ausfindig zu machen. Er liegt ein wenig abseits der üblichen Kampfschauplätze. Würdet ihr den großen Mekkon dort für uns besiegen? Ihr seid die Einzigen, die dazu fähig sind. Ja, ich hoffe, wir sind dazu fähig. Dieser Mekkon muss ausgeschaltet werden. So ist es. Auch wenn ihr schon so viel für unser Dorf getan habt, könntet ihr uns noch einmal helfen und den Mekkon besiegen? Ja, wir probieren es mal. Ich danke euch. Dank euch wird dieses Dorf ein wenig sicherer werden. Yep, yep. Wir kümmern uns. Wir kümmern uns. Wie immer. Und überall. So. Hier müsste ich noch die eine Mission einsammeln, bitte. Da kriegt man ja einen Drehwurm. So. Ich wollte auch einmal nochmal in die Sammel-Items gucken. Wir haben jetzt hier nämlich fast alles vollständig. Und zwar einmal die Ölauster, bitte. Ja, vollständig. Zwillingsschuhe gibt es wieder. Die Farbe ihrer Schale ändert sich je nach Lichteinfall. Alles klar, dann hatten wir einmal die Giftkoralle. Ja, nehme ich. Seltene Koralle, die sich nur in giftigem Wasser wohlfühlt. Und die Sternsüße einmal. Von einer aufgeregten Fiora, so genannt, dunkelgrüner Sternstaub. Alles klar, das gibt einmal Stärke. Nice, nice, dann fehlt hier nur noch ein Gegenstand. Aber nun holen wir uns noch die eine Aufgabe ab. Und dann geht's weiter, ne? Weiter, weiter, weiter. Hallo. Welcome. Oh nein, was jetzt? Das ganze Dorf wird bald in Gefahr sein. Wenn niemand etwas tut, bekommen wir Probleme. Das klingt, als steckst du in Schwierigkeiten. Ihr möchtet helfen? Ja. Danke, Melia. Genau. Ihr würdet mir Gehör schenken? Das ist echt nett. Danke. Ich muss euch unbedingt etwas erzählen. Die Mekkon kommen immer näher ans Dorf heran. Ich sammle außerhalb des Dorfes immer Schrott. Dabei habe ich vorhin einige riesige Mekkon gesehen. Vor Angst bin ich sofort weggelaufen, so schnell ich konnte. Wenn solche Mekkon plötzlich im Dorf auftauchen würden, nicht auszudenken. Bitte helft mir, helft uns allen. Beschützt unser Dorf vor diesen Mekkon. Kein Problem. Danke, ich habe die Mekkon unweit des Wegs hinter dem Dorf gesehen. Man erreicht den Weg über das Rohr, das zum Dorf, das ums Dorf führt, herumführt. Oh Gott, schwerer Satz. Er liegt auf der anderen Seite vom Junks. Ich werde für euch die Tür öffnen, die zu diesem Weg führt. Genau die Tür wollte ich in der letzten Folge geöffnet haben. Möge Maynev euch beschützen. Wir kümmern uns darum. Jupp, jupp. Wunderbar. Damit ist die Tür zumindest einmal offen. Es eskaliert hier wieder so ein bisschen, ne? Mit dem Missionchen. Ja, ja, so ist das halt. Eine Mission nach der anderen, ne? Je mehr Sternchen der Ort hat, desto mehr Missionchen gibt es auch. Oh nein, was soll ich nur tun? Das ist mir ja so peinlich. Ich kann doch nicht den ganzen Tag hier so sinnlos herumstehen.
Das klingt, als stecktest du in Schwierigkeiten. Huch, habt ihr gehört, was ich gerade gesagt habe? Nein. Nun, dann kann ich euch ja die ganze Geschichte erzählen. Die Tür zu meinem Haus ist, nun ja, kaputt. Ich kann sie einfach nicht mehr öffnen. Was soll ich nur tun? Aufbrechen. Dinge zu reparieren ist eigentlich eine meiner Stärken, aber mir fehlt leider das Material, das ich für die Reparatur benötige. Ah, da kommt mir eine Idee. Würdet ihr mir vielleicht helfen? Alles, was ich brauche, sind ein paar Teile. Na, was sagt ihr? Hey, das geht doch einfacher. Aus dem Weg jetzt. Komm ich! Was? Ryan! Das war Ryan und nicht die Person, okay. Ja, ich lese manchmal die Namen oben nicht. Das passiert mir öfter. Sorry. In 3 Sekunden ist deine Tür wieder offen. 1, 2. Ryan, jetzt hör mal auf. Bitte nicht. Ich möchte nicht, dass meine Tür komplett ruiniert wird. Ich brauche doch bloß ein paar Teile, um sie zu reparieren. Also kann ich auf euch zählen? Ach, Ryan hätte das gemacht. Wo kriege ich die Sachen denn her? Digitalfilamente und uralte Rahmen. Ah ja, als Beute. Okay, nehmen wir an. Wirklich? Seid mir bitte nicht böse, aber könntet ihr euch beeilen? Ja, ich verstehe, dass du da wieder rein willst, aber bitte nicht drängeln. Ich habe noch andere Aufträge. Ich überlege mir inzwischen, wie ich am besten vorgehen werde. Wir kümmern uns darum. Ja, ja. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Ah ja, I see. Na, da müssen wir auch nochmal hin, ne? Ja, ja, ja. Überall was los hier. Mac und Daumen. Okay, dann wollen wir mal einfach hier anfangen, ne? Wobei ich auch überlege, vielleicht doch erst in der Hauptmission so weiterzumachen, dass ich Fiora und Sharla wieder habe. So, das war schon mal eins der Fragmente. Ich habe hier keinen Reisepunkt. Da muss ich laufen. So, hier hätten wir noch eins. Das ist auch ein Teil, das ich noch überhaupt nicht im Collecticon habe, ne? Ja, es ist das letzte Teil, aber wir werden ja noch mehr davon finden. Sie sind ja jetzt markiert, deswegen ballern wir jetzt hier einfach rein. Dient dem stabilen Stromfluss, leuchtet verdächtig lila. Ich mag lila. So, einmal 100% bitte. Vielen Dank. So. Dann ist das zumindest schon mal erledigt und abgehakt. So, lass uns dann direkt hier weiter sammeln. Einfach sammeln, sammeln, sammeln. Da. So, eins noch. Das sollte das hier sein. Hier muss ich auch noch mal hin. Ja, ich gehe direkt hier hin. Oh. Oh, euch muss ich besiegen. Na gut, wenn es denn sein muss. Nein, nein. Wir droppen unseren Guard nicht. So, bam. So, das wäre erledigt. Ich glaube, wir brauchen die Items daraus, ne? Uralter Rahmen, da ist er ja. So, einen brauche ich davon noch. Den hätten wir... Das auch. Jetzt erstmal. Ah, es bewegt sich. Es wird ein Gegner sein. Hast du einen uralten Rahmen für mich? Das wäre sehr toll. Warte mal, ich versuche dich mal von hinten anzugreifen oder auch nicht. Machen wir es halt so. Kurz und schmerzlos, okay? Ja, die Reihenfolge war jetzt nicht so sinnvoll, aber egal. Jetzt hätte ich das Grüne gebrauchen können. Egal. So stark ist der ja nicht. Hat der Mist gesagt? Hat es so angehört? So. Bitte einen Rahmen. Ja! Nein! Geh weg. Ich wollte mich gerade wegteleportieren. Hau ab. Bitte gehen Sie. So. Ich muss trotzdem noch irgendwie daran, ne? Wie machen wir das denn? Vielleicht doch hier rüber? Habe ich das hier untersucht? Ja.
Ja, hier war ich noch gar nicht, ne? Mm-mm. Dann gehen wir mal hier lang. Hier gibt es ja auch noch ein paar Sachen zu snacken. So, Digitalfragment, da ist es ja. Der Ringfinger. Na, siehst du mal. Hätten wir den dann auch abgefrühstückt? So. Sehr gut. Dann hätten wir das auf jeden Fall. Ich glaube, es liegt an der Tageszeit, dass ich hier gerade die anderen Quests nicht wahrhaben kann. Oder abgeben kann, was auch immer. Erstmal sehe ich zu, dass ich ein paar Fliefis platt mache, um die andere Quest abzuschließen. Deswegen einmal kurz zurück zum Berg Valak. Der wunderschöne Berg Valak. So, hier muss ich hin. Das sind keine Fliefis. Dann müssen wir einmal da hoch. Da oben sehe ich ihn schon. Hallo? Entschuldigung? Warte, hier oben ist auch irgendwo einer. Bin von der falschen Seite gegangen, ne? Ja, egal. Vielleicht hätte ich doch von oben gehen sollen, aber der Weg wäre sehr viel länger gewesen, ne? Denk schon. So, more Fliefies. Hallo. Kommst du bitte her? Ich möchte sie schlachten. Hello? Kannst du bitte nah genug kommen für mich? Das wäre sehr toll. Kommen Sie bitte! Fliefi, bitte kommen. Ist das nervig. So. Komm bitte her. Ich bin viel zu nah dran mit der Kamera. So. Ich hoffe, ich krieg dann auch direkt, was ich haben möchte. Geht ja recht fix. Alter Drachenzahn. Nee, das ist nicht das, was ich brauche. Na gut, ich werde mal ein paar Fliefis schnitzeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Fliefi Silberherz, das ist es. Ja, Ryan ist... Ja, wir gehen gleich schlafen. Mein Gott. Mann. So, einmal hier hin, bitte. So. Wo sind sie denn alle? Schon wieder die falsche Tageszeit, ne? Ach, Leute. Ihr macht es mir auch nicht einfach, ne? 7 Uhr sollte reichen. Aufstehen, bitte. Jawollo. Okay. So, einmal die Teile für dich, ne? Damit du deine Tür aufkriegst. Das sind alle Teile, die ich für die Reparatur benötige. Wenn ich hier fertig bin, kann ich endlich wieder in mein Haus. Vielen Dank. Kein Problem. Alle sind happy, alle toll. Ja, jetzt, da ich zurück in mein Haus komme, kann ich wieder arbeiten. Meine Schwester hat mir ein paar Teile zur Reparatur gebracht. Um ehrlich zu sein, habe ich im Moment ziemlich viel zu tun. Am besten, ich fange sofort mit der Arbeit an. Do it. So, Mission erfüllt. Ja, Stufe 60. Ich freue mich. So, einmal hier rüber zu dem Kollegen. Guten Tag. Ihr habt alle Zutaten? Ich kann es kaum glauben. Ja, werde zum Menschen. Dann werde ich mich mal daran machen, sie zu vermischen. Jetzt bin ich gespannt. Ob er das hinkriegt oder nicht. Und, was denkt ihr? Sehe ich schon wie ein Homs aus? Wie? Kein bisschen? Wirklich? Was habe ich nur falsch gemacht? Dir einfach tote Teile an den Körper geklebt? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich habe doch alles genauso gemacht, wie er gesagt hat. Moment mal, irgendwie hat er dabei so komisch gegrinst. Könnte es sein, dass er mich veräppeln wollte?
Höchstwahrscheinlich. Es sieht so aus, als hätte mein Freund mir einen Streich gespielt. Dabei habt ihr extra für mich all die Zutaten besorgt. Ich hätte es wohl besser wissen müssen. Ich kann kein Homs werden. Was soll's, dann muss ich eben so wie ich bin weiterarbeiten. Ich habe immerhin Carlos und Natalia retten können. Danke für eure Unterstützung. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Wir haben ein befriedigendes Resultat erzielt. Ach, Melia. Ich werde weiterhin das tun, was ich bisher auch getan habe. Ich werde Leute in Not retten. Vielen Dank, dass ihr solche Mühen auf euch genommen habt. Damit wäre auch das fertig. Dankeschön. Zwillingsstulpen nehme ich. Noch was? Okay, aha. Ach, ich bin wirklich machtlos in so einer Lage. Sind die Rettungseinsätze alles, wofür ich zu gebrauchen bin? Das ist doch schon der mega anspruchsvolle Job. Was willst du denn noch? Das klingt, als steckst du in Schwierigkeiten. Ich möchte helfen. Ja, alles klar. Oh, ihr seid es wieder. Ich hätte da etwas, worüber ich gerne mit euch sprechen würde. Wusstet ihr, dass in letzter Zeit immer mehr Monster auftauchen? Unser Dorf ist quasi umzingelt von diesen Bestien. Jetzt spielen sogar die Ponios verrückt. Als hätten wir mit den Mekon nicht schon genug Probleme. Viele Dorfbewohner wurden angegriffen. Wir müssen etwas tun. Ich arbeite im Rettungsdienst. Kämpfen ist nicht meine Stärke. Und das bedeutet, dass ich in diesem Fall völlig nutzlos bin. Aber wenn es hier starke Krieger gäbe, die uns helfen würden. Sie stehen vor dir. Ach du Heilige. Okay. Wir müssen einige Ponys besiegen. Und Mekon. Ich bin euch unendlich dankbar. Ihr schafft das bestimmt. Seid vorsichtig. Ich möchte nicht, dass euch etwas zustößt. Ja, alles klar. Dann lass es uns tun. Harmonie verändert. Sehr schön. Hier ist aber auch wieder was los, ne? Vielleicht wird es doch eine schnuckelige Missionsfolge. Also eine reine. Komplette. Missionsfolge. So, da hätten wir nämlich direkt die nächste. Guten Tag. Welcome. Oh nein, das ist gar nicht gut. Ich kann meine Arbeit doch jetzt nicht unterbrechen. Oh, ihr seid zurück und genau zur richtigen Zeit. Würdet ihr euch anhören, was ich zu sagen habe? Ihr erinnert euch noch daran, dass meine Tür kaputt war, richtig? Ja, vor 3 Minuten. Ich habe sie repariert und konnte dank euch in mein Haus. Aber als ich hineinging, sah ich sie, meine mechanische Blume. Sie hatte bereits begonnen zu verwelken. Aber wenn die mechanische ist, okay. Das wäre halb so schlimm, wenn ich sie gießen könnte, aber... Nun ja, mechanische Blumen vertragen kein gewöhnliches Wasser. Ja, klingt sinnvoll. Ohne klares Wasser wird meine Blume langsam verwelken. Ihr versteht, was ich meine, oder? Nicht wirklich, aber wir versuchen trotzdem zu helfen. Werdet ihr so freundlich und bringt mir ein wenig klares Wasser? Ja. Das ist gütig. Ich warte hier auf eure Rückkehr. Alles klaro. Klares Wasser war ja hier, direkt an der Quelle. Das erledigen wir doch mal schnell. Erstmal hole ich das eine Teil da. Ne, ich mag alles, was mich rot anlächelt und in Form eines Ausrufezeichens daherkommt. Ja, ja. Wie viele Missionen haben wir gerade überhaupt? Oh ja, das ist doch... Ne? Das hier muss ich zeitnah machen. Machen wir auch zeitnah. Ach, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Da unten sind meine Gegner. Okay. So viel hatte ich gar nicht auf den Schirm. Aber gut. Wollen wir das Gemetzel mal beginnen? Oh, 1 von 4. Mein. Ja! So. Kann ich nicht einfach auch hier runterspringen, oder? Das ist vielleicht zu viel des Guten, ne? Wobei wir hier oben ja auch noch einen haben, den wir besiegen müssen. Könntest du mal bitte hier bleiben? Backslash! Einer von der Seite hätte besser getan. Aber gut. Steckst du nicht drin. Das war Nummer 2. Ja, hier geht's runter.
Die sind auch etwas stärker, ne? Ja. Stufe 55, aber das kriegen wir auch hin. So, 1 von 4. Da ist auch direkt der zweite. Ja, wenn wir die zwei auch noch besiegen, hätten wir das auch, ne? Denke ich mal. Das sollten die gleichen sein. Der haut aber immer ab, ne? So. Ja, alles nehmen, bitte. So, dankeschön. Dann werde ich die mal noch platt machen. Aber das schneide ich dann ganz kurz eben raus, ne? Das war ein bisschen anstrengender. Aber alle Täuschers besiegt. Es war auch ein glitzernder Gegner. Also von daher... Ja, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich muss mal demnächst wieder in die Ausrüstung reingucken. Ob ich da jetzt bessere Sachen langsam auswählen kann. So... Das wäre erledigt. Dann holen wir einmal das klare Wasser. Ja, von da. Das kennen wir ja schon, ne? Zack. Das sind wieder die Gegner, ne? Da bringen wir erstmal das klare Wasser zurück für die schöne mechanische Blume. Nee, nicht die. Sondern die hier. Warte, warte, noch nicht reingehen. Moment. Vielen Dank, dass ihr das klare Wasser für mich geholt habt. Leider scheint es damit allein noch nicht getan zu sein. Ich muss dem Wasser etwas zusetzen, damit es richtig wirkt. Man sagt, dass Täuschertränen wahre Wunder bewirken sollen. Ja, rate, wen ich gerade bekämpft habe. Bitte holt mir ein paar von diesen Täuschertränen. Wenn nicht für mich, dann tut es für meinen kleinen Schatz hier. Ja, ich habe 3 von 5, okay. Ich muss sie sowieso besiegen. Also nochmal. Ne? Hier ist aber auch was los, ne? Ponys! Ja, Ponys! Bam! Schon fast. Naja, nicht die Hälfte wirklich, aber hat einiges abgezogen, von hinten anzugreifen. Aber die Ponys sind wenigstens etwas einfacher zu besiegen als diese eine Täuscher da vorhin. So, fleischiges Fleisch. Boah, das hätte von mir kommen können. Oh, das war ein bisschen doof getroffen. Aber gut. So, 2 von 4 hätten wir schon mal. Ich mach die anderen 2 Ponys mal so, ne? So, 4 von 4. Von den Ponys. Okay, das hätten wir dann auch. Ich sehe hier noch mehr Ausrufezeichen. Das sind denn diese hübschen Dinger. Komm mal her. Natürlich hat es den anderen mit angezogen. Okay. Wenn es denn sein muss. Was tut man nicht alles für Quests, ne? So, ich möchte in diese Folge vielleicht auch nicht nur Quests mit reinbringen.
Sondern auch einmal gleich übernachten gehen und dann nochmal mit dem Oberhaupt sprechen. Immer so ein bisschen Progress in die Folgen mit reinmischen. So, das war einer von vier. Und die anderen Gegner-Missionsziele kann ich ja so zwischen den Folgen dann machen, ne? Damit habt ihr ja kein Problem. So, was haben wir denn noch hier? Ach ja, an meinen Schatz. Das würde ich gerne zuerst machen. Ne, bevor wir hier in der Story weitermachen und man dort dann nicht mehr hinkommt oder so. Und wo soll das bitte sein? Warte mal, ich muss nochmal in die Missionsbeschreibung gucken. An meinen... Oh, nein. An meinen Schatz. Bringe die Himmelsträne. Im Machina, Versteck in den Mekonnishallen. Machina, Versteck Mekonnishallen. Komme ich da vielleicht noch gar nicht hin? Und das ist deswegen so ein Zeitding, oder... Stimmt die Uhrzeit einfach nicht, wie immer. Warte mal. Oh. Oh. Talentverknüpfung können wir... Ja klar, eine Freundschaft hat sich ja erweitert hier. Aber ich habe nicht genug Punkte. Umgekehrt vielleicht? Ja. Reduziert das Gewicht der Ausrüstung. Yes. Supi. Also einmal die Zeit umstellen. So, das sollte reichen. Aber es ist auch nicht in einem anderen Ort, ne? Oh, ich weiß, wo die Mekonnishallen sind. Da kommen wir noch gar nicht hin. Okay, mir fehlt es gerade wieder ein. So, dann, was war das hier? Den defekten Mekon. Hm, besiegen. Und erbeuten. Und bringen. Okay, dann werde ich mal übernachten gehen. Dann machen wir ein bisschen in der Story weiter und hoffentlich bekomme ich dann Fiora und Sharla wieder zurück. Ich brauche die beiden. Welcome. So, ihr seid bestimmt müde. Ruht euch hier aus, wenn ihr wollt. Soll ich die Betten vorbereiten? Ja, bitte. Na gut, zu wissen, dass ihr Betten habt. Ich weiß ja nicht, wie ihr sonst so schlaft. How are you? Sleep well? Yes, very well. I wanted to, talk about your son. Have you made up your mind? Yes. We agree with you. Egil must be stopped. But we can't act now. Oh? Why is that? Before we came here, we heard of plans to form an allied force on Bionis. Any day now, they're going to launch an attack on Mekonnis, but it's too dangerous. Egil has made a weapon that could kill us all. The weapon that Munkar was using? The one that shoots green fluid? He said it can decompose any being from Bionis. We have to go back and warn them, before it's too late. Hi, Dixon. Well... You could always ask me to do it. Dixon, what are you doing here? Immer für eine Überraschung gut, der Typ, ne? Trotzdem sass. I can't believe you found us. Why? This place is directly below the fortress. If you fell from up there, I figured you must have ended up here. And Bob's your uncle. You're looking well, Dixon. Oh, die kennen sie ja auch noch. Ah, I see you're looking like your usual old self. You know each other? Kinda. I scratch his back. He scratches mine. He tells us about the outside world, and we give him technology and information. Why did you keep that to yourself? That information is vital to all who fight Mekonnis. Not all of us Homs are good people. What would happen if the Mekonnis-hating types found this place?
These Machina cut themselves off from the world to get away from pointless fighting. So they escaped to live in peace. Somewhere they wouldn't be seen. Makes sense. Clever little crown princess, ain't ya? So this is where you obtained all that stuff you brought back to Colony 9. I wondered where you were getting it from. I thought it was fine as long as it helped Shulk out at the lab. I guess the secret's out now. So, that weapon. How dangerous are we talking about? I haven't discovered why, but it disintegrates anything it touches. But only if it's living tissue from Bionis. Bet that would come in handy. Praktisch? Okay. Dixon. I'm only joking. Anyway, for now, just don't let any of it touch you. Ich fand das nicht überzeugend, ne? I'll come up with something to counter it. Leave it with me and I'll keep you posted. You lot go and take care of that eagle or whatever his name is. If you take him down, the Allied force might not even be needed. Okay. Let me think about it for a bit. Fiora. Ain't made your mind up yet? Dixon, listen. Dunban told me all about it. The goal of your mission. So, you wanted to avenge Fiora? Yes. But you found her alive, and now you've got her back. So, you're all done now, ain't ya? What are you fighting for, Dixon? Me? He just gets right under my skin, that Egil guy. Because he's trying to exterminate the Homs. There's that. But that ain't everything. It's his hatred for the Bionis. Or more like his aim to wipe out everything that lives on the Bionis. I'll tell you one thing. That Bionis allied force is coming together quicker than I thought. Really? Yep. That High Entier Prince is really moving things along. Will they launch an attack on Maconis? Of course. But it looks like the Prince has got another plan. He gave me a message for you. When the Allied force attacks Maconis, you don't need to join the fight. He wants you to take advantage of the chaos and do what it is you need to do. Prince Kallion said that. I was pretty surprised too. He looks like a sissy. But he's got guts. Yeah. I think that's the type of man he is. So, what are you gonna do? He wanted me to let him know. We're going to the Maconis capital. You're gonna take down Egil? I don't know. I can't forgive the Mekon for what they've done. But after listening to Mikol, I think there might be another way. You're too soft. Do you really think that? Too right. He's the self-proclaimed leader of Maconis. I heard about what he did to the Monado. If you face him, it might get eaten up. But you have to throw everything at him, even if there's only a slim chance of winning. Hesitate for 1 second, and you're a goner. We won't let Shulk die. Not ever. Fiora, are you okay to be walking around? Yep,
have to hand it to her. That Lenarda's pretty good. And not just with machines. She's also quite familiar with organic physiology. You went to get the things she needed to cure me, right? I'm sorry I caused all this hassle. But I'm fine now. I'll be by your side, fighting to protect you. No matter where we go, no matter how difficult it gets, Shulk will do the right thing. It doesn't matter how slim our chances. Shulk will always stick to the right path. And don't forget, it's because of Shulk that we are all here, fighting together. I think that shows he has a strong character. Am I wrong, Dixon? Well, when I think about everything you lot have done, I can't deny that. Dixon, we're going to the Maconis capital. About the Allied force. Yeah, leave it to me. I ain't gonna let anything happen to the colony. Those Mekon won't get away with anything else. Okidoki. Ich glaube, wir haben 4 Hour zurück. Are you going? Yes. Thank you for all your help. You might run into someone called Venea in the capital. Just mention my name, she'll lend a hand. Venea? Is she a Machina as well? She's my daughter. She won't be far from Egil. Hold on. You mean she's Egil's sister? You've got it, lad. And you say she'll help us? The girl doesn't want to hurt Egil, but she doesn't like what he's doing. She should be a big help to you young'uns. I don't know why she'd help us, but... we'll try and find her when we get there. Good luck. Fiora, don't forget. I've only made temporary repairs. I think you should be able to fight, but don't overdo it. Come and see me the moment you experience any further system failure. I will. Thank you. In the meantime, I'm hoping I'll find a way to restore your former body. Is that possible? Theoretically, it might be possible to use your genetic information to regenerate your missing organs. Sorry, it's unfair for me to give you hope. To be honest, there's very little chance. But if there's even the slightest possibility, I'll have to try. Das wäre ja mal der Burner, wenn das wirklich funktionieren sollte. Thank you, Leonarda. Fiora. Don't make that face. Okay, let's go. Dixon. Off you go, kid. I'm counting on you and the Monado. Don't let me down, Shulk. Ich bin zwiegespalten, was ihn angeht, ne? Why did that face betray me? And that light? No, that is not possible. It must have been remnants of memories from her former life that made me lose control. Memories. They are what limited the potential of Metal Face as well. I now know that I must erase every last trace of what they once were. All my servants need is the instinct to fight. This Homs female. She was with the boy who wields the Monado. A light of her memory. It shines strongly in this one. Bring me face 20814.
So it is this male. The boy Shulk remains a thorn in my side. I will enjoy watching my minion crush him. He's still my servant. I see that your memories cause you much suffering. Oof. Shulk, take this. It's dangerous to go alone. What is it? There's a path leading from the base of Digit 2 to the foot of the Mekonis. This is the security key to the door that seals the path. We who live in the village don't have any need for it, but it will be invaluable to you. We're in your debt, Leonarda. Shulk, Fiora, take care in your journey. We will. Leonarda, thank you for everything. Also, Egil ist schon ein hartes Stück, ne? Wenn er sagt, oh, ich muss alle Erinnerungen aus den Marionetten auslöschen, quasi. Oder aus denen, die er gefangen hält, um ihn zu seinen eigenen, ja, Waffen quasi zu machen. Es ist schon sehr übel alles, ne? Es tun sich neue Missionen auf und ich habe auch noch ein paar zu erledigen. Ja, aber Fiora ist wieder da. Ich freue mich. Wir können gleich mal in die Gruppe gehen. Ich weiß gar nicht mehr, was genau ich machen wollte. Gruppenmäßig, aber wir werden gleich als allererstes zur Kolonie 9 gehen. So, direkt beides hier gesteigert. Sehr gut. Dann können wir einmal hier rüber switchen. So, und bei dir, jetzt können wir so lassen. Okay. Techniken. Da hat sie jetzt auch ein paar neue Sachen anscheinend gelernt. Was haben wir denn gelernt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich das oberste. Doppelklinge? Vielleicht. Kraftraub? Ja, irgendwie sowas. Gut. So, dann wollen wir mal direkt rübergehen. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich will endlich diese Mission fertig haben, die wir seit Anfang an quasi mit uns rumschleppen. So, komm her. Bitte. Guck mal, wir sind hier alle ganz tolle Freunde. Mädchen können genauso gut wie Jungs befreundet sein. Beweist es mir, dann ändere ich meine Meinung. Willst du mich eigentlich verarschen? Aber ich hab doch. Ich hab doch. I mean, guck dir das Harmoniediagramm an. Guck es dir an. Hier, die Mädels. Ne, die beiden jetzt nicht, aber sie und Melia sind doch schon voll gut vorangeschritten. Mit einem blauen Smiley. Muss da erst ein Herzchen sein, oder was? Was soll das? Weißt du was, ich behalte die drei jetzt einfach im Team. Päh. Du kannst mich mal, Paola. So. Eieiei. Hier ist was los. Hier ist was los. Gut, dann geht's einmal. Obwohl. Warte mal, ich möchte mal kurz mich hier einschneisen. Mal sehen, ob wir zufällig einen heißen Tag erwischen, um auch endlich diese Aufgabe abzuschließen. Mann, diese Langzeitquest, die ich mit mir herumschleppe, ich mag nicht. Aber auch hier kein Erfolg, ne? Nö. Kein heißer Tag. Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. So, genau. Ich wollte mich einmal hier hin teleportieren und mal nach links laufen. Genau in die Richtung. Aber da komme ich, glaube ich, gar nicht weit. Nee, schau mal. Da komme ich nicht weit. Aber wir haben die Gegend einmal ausgecheckt. So.
Ja gut, dann werde ich wohl mal die Folge hier beenden, nachdem ich diese Mission angenommen habe. Genau, und bis zur nächsten Folge werde ich die Gegner hier alle weggebasht haben. Na? So, vor allem die hier. Und Täuschertränen gesammelt haben. Ja, ja. Dann hätten wir nur noch das mit der Himmelsträne hier übrig, ne? An meinen Schatz. Ja, und die beiden, wie immer. Wo bist denn du? Da drin, ne? Im Junks selber. Ja, da ist er. Hallöchen. Yes? Kennt ihr Orkatix? Ich bin sein Patenonkel. Ich kenne seinen Vater bereits sehr lange, wisst ihr? Es war eine große Ehre für mich, Orkatix Pate sein zu dürfen. Okay. Yes. Kann ich jetzt die Mission haben, bitte? Ihr seid noch nicht lange hier, stimmt's? Dann wisst ihr sicher noch nicht sonderlich viel über uns, Machina. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, wüsste ich da etwas. Schieß los. Ja, Freundschaft steigern, Freundschaft steigern, Freundschaft steigern. Los, los. Es gibt Datenchips, auf denen Erinnerungen gespeichert sind. Erinnerungen an das Leben von Machina auf Mekonis. Ihr findet sie in den Mekonis-Hallen. Dank dieser Chips werdet ihr mehr erfahren, als wir selbst wissen. Okay. Diese Chips sind sehr wertvoll für uns, Machina. Die Erinnerungen an vergangene Tage sind nicht zu ersetzen. Sucht die Datenchips in den Mekonis-Hallen. Dann bringt die Chips zu mir. Würdet ihr das tun? Aber klar doch. Es freut mich, das zu hören. Euer Interesse an uns erfüllt mich mit Stolz. Verstanden. Verlass dich auf uns. Yay, auf geht's. So. Dann machen wir das doch mal. Ja. Ich würde sagen, für diese Folge war es das dann. Ich werde hier, ne, die Gegner, die ich noch zu erledigen habe, erledigen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge frisch wieder und werden vermutlich auch ja, storytechnisch ein bisschen weitermachen. Ne? Vielen Dank an meine Ultra-Mitglieder Nico Green und Rob. Und natürlich auch einen Dank an meine anderen Mitglieder Mike's Negoya, White Tiger, Lukas und Nerdtopia. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.